Hallo liebe Zuschauer, heute testen wir TikTok, ist eine App, wo man sich... wo man sich Videos angucken kann. Da kann man live gehen, selber Videos machen, TikTok machen, auch leider süchtig, aber ist insgesamt hat es eine gute Qualität. Es gibt natürlich Fakes und Filter. Auf TikTok kann man anderen Leuten folgen. Keine Videos mehr zu verpassen, kann man auch Videos liken. 400 Euro ist noch zu wenig. Wie steht das? Kann man auch Videos liken. Und es ist nur noch 5 Minuten im Play Store. Holt es euch jetzt. Viel Spaß, damit wir Geld kriegen. Langweilig. Wie wäre das jetzt? Das ist ja geil. Geil, aber auch geil und unnötig. Was ist das denn? Ah, das ist live. Was ist das? Oha, ja. Das ist voll geil. Digga, der ist mal so halb verschlafen und nass. Das ist ein Alkoholsucht. Eine Bowlingkugel. Cool. What the? Okay, aua. Au, das tut weh. Eins. Italia. Ich war mal in Italien. Hier. So ein Video, wo halt die Sounds für eine Serie gemacht werden. Nicht viel schön, ist das an sich. Irgendwie. Okay, wow. Das ist wirklich zerbrechen. Oh, das ist ja unglaublich. Die Videos kenne ich, die sind wirklich immer cool. Fake. Das ist so fake. Das muss so sein. Soll ich Werbung? Bei TikTok ist halt einfach generell die Videos, finde ich, gut, aber wenn. Ja, Videos halt mal. Nice. Null IQ. Ich finde es gut. Das ist auch es macht Spaß. Auch wenn man davon süchtig wird, aber ja. Also wenn man es einmal runtergeladen hat, will man nur noch TikTok gucken. Solange bis ich tot bin. 4-5 Stunden am Tag. Das ist dann für die andere Person, die zuguckt, etwas komisch, wenn man halt nur die ganze Zeit am Handy hängt. Ja, und es ist doof, weil zum Beispiel man will dann mit dem anderen was spielen. Ja. Oder so. Timer stellen. Und wenn, Zeitsparer. Einfach Handy kaputt machen. Ich bin gar nicht mehr in TikTok. Ja, ist eine gute Idee. Allerdings würdest du dann so viel Ärger kriegen. Videos. Hä? Ja, vorgestern weiß ich es nur eins. Und zwar ein Video. Wir gucken es und vergessen es. Nach einer Sekunde. wenn man nicht die Videos, die man sehr gerne sehen möchte, nicht gezeigt bekommt. Also, wie man zum Beispiel ein Würstchen bestellt, kriegt man aber Pommes. Und wenn man zum Beispiel gegen Kartoffeln allergisch ist, das ist dann relativ blöd. Ungefähr so. Alles klar? Ja. Nach 5 Stunden Videos gucken, tut meine Augen eigentlich immer weh. Und ja, ich fühle mich irgendwie erfrisch. Ja, bei mir nach 5 Stunden Videos gucken, ich finde, mir geht's gut und ja. Ja, bis auf süchtig machen ist eigentlich an TikTok eigentlich relativ gut.